Die Rostocker Stadtwerke haben ein Netzwerk für Energieeffizienz gegründet. Es ist das erste seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit 9 anderen Unternehmen sollen Maßnahmen erarbeitet und durchgeführt werden, um die Energieeffizienz in Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe in der Hansestadt und der Region weiter zu steigern. Das Netzwerk lebt von dem Austausch untereinander. Und die erste Veranstaltung wird jetzt am Montag sein, wo sich die Netzwerkteilnehmer treffen, einen Plan machen und sich untereinander austauschen, wie sie miteinander umgehen. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch gemeinsam an dem Ziel gearbeitet und das Ziel festgelegt. Und das Ziel wird eine ganz konkrete Zahl sein, wie viel Energie in den nächsten 2 Jahren in diesen Unternehmen eingespart werden soll. Hintergrund ist der nationale Plan für Energieeffizienz. Deutschlandweit sollen sich Energieversorger bis 2020 mit starken regionalen Partnern zu bis zu 500 Netzwerken zusammenschließen. Nach 2-jähriger Zusammenarbeit sollen insgesamt 5 Millionen Tonnen Emissionen eingespart werden. Für das Netzwerk Ostseeküste konnten Partner wie IKEA, die Ostseezeitung oder Caterpillar gewonnen werden. Wir erhoffen uns durch die Zusammenarbeit mit den relativ unterschiedlichen Unternehmen, dass wir unsere Energiebilanz weiter verbessern können. Wir haben in den vergangenen 9 Jahren, wie vor eingangs schon erwähnt, 40% Energieeinsparung erzielt über das Jahresniveau. Und wir erhoffen uns, dass wir zumindest um weitere 5% unsere Energiebilanz verbessern können. Hauptgrund ist eigentlich, um Erfahrungen der anderen mitzunehmen und zu gucken, wie wird in anderen Betrieben Energie gespart, wo gibt es Ansatzmöglichkeiten, die wir nutzen können, um auch bei uns vielleicht auf ganz anderen Gebieten, die wir jetzt noch gar nicht sehen, Energie zu sparen. Wir erhoffen uns natürlich hier in der Zusammenarbeit im Netzwerk reichhaltige neue Impulse, um auch unsere Prozesse zu analysieren, zu beleuchten, um letztendlich dann durch diesen Netzwerk-Austausch von Erfahrungen das Wissen von Experten, von Fachleuten nutzen zu können, um dann auch ganz individuelle Lösungen lokal für unser Unternehmen zu erarbeiten und dann auch umzusetzen. Bis zu 15 Teilnehmer können in das Netzwerk aufgenommen werden. Wer also noch Interesse hat, an dem branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch teilzunehmen und so einen Beitrag für Energieeffizienz zu leisten, kann sich bei den Stadtwerken Rostock melden.